Street Camp, die Leute hier, die waren wirklich super. Die waren sehr offen, sehr kommunikativ und ja, es war einfach sehr spannend und ein reger Austausch. Und wir haben unsere Session gehalten, wir sind vom Kölner Stadtanzeiger und freuen uns total darüber, dass die Leute uns so viel Feedback gegeben haben, auch konstruktive Kritik, mit der wir ganz viel anfangen konnten. Und das werden wir jetzt auch in die Redaktion tragen und auf jeden Fall nochmal darüber sprechen und sie vernutzen. Ja, wir werden darüber auch mit den Leuten in Kontakt bleiben. Dafür waren die beiden Tage sowieso genial. Es war toll organisiert, auch wirklich so, dass die Atmosphäre entstanden ist, dass sich alle ausgetauscht haben. Und ja, ich fände es cool, wenn das nächste auch in Köln wäre. Ja, hallo, mein Name ist Tobias. Das war mein erstes Tweetcamp, gleich auch mit einer Session über mein Experiment, das Krümelmonster. Ich bin kein Experiment. Ich bin sein Mitbewohner. Und ich kann euch was sagen. Ich habe viel vor im nächsten Jahr. Es war absolut geil. Viele Leute kennengelernt. Und ein paar Ideen konnte ich hier auf diesem Barcamp mitnehmen. Und schauen wir mal, was daraus wird. Erstes Twittercamp in Köln war für mich Spannung, Emotionen, ganz viele Leute, die ich bis jetzt noch nicht kannte im wahren Leben, wo ich total Spaß gehabt habe, teilzunehmen, und ich möchte es auf jeden Fall wieder erleben hier in Köln. Ja, erstes Twittercamp in Köln. Ich fand es auch super spannend, endlich mal ganz viele Twitter-Gesichter live zu erleben, kennenzulernen. Viele nette und interessante Sessions, viel Diskussion. Ja, einfach eine tolle Veranstaltung. Fazit der Veranstaltung. Ich glaube, hat als Themencamp sehr gut funktioniert. Also das ist auch mal so rund um das Thema Twitter auch zusammenzurufen. Es waren, glaube ich, 100 Leute da und die, glaube ich, auch eine bunte Mischung an Sessions hatten. Es waren viele da, die, glaube ich, privat einfach auch twittern, die nicht unbedingt jetzt zu 100% tagtäglich mit Twitter beruflich zu tun haben. Ich habe eine Session über internationales Community Management gemacht beispielsweise. Das ist eine Session, wo man dann auch zwangsläufig darüber redet, wie wird Social Media in verschiedenen Ländern benutzt. Twitter hat in den USA und in England einen sehr hohen Stellenwert. In Deutschland ist es auch populär, aber weit weniger populär als zum Beispiel im Ausland. Also ein erfolgreiches Camp, also ich bin mir sicher, dass Steff das auch zu Recht als Erfolg wertet, hat er eben selber gesagt, erstes Camp ist auch sicherlich, das war ein bisschen aufgeregt, aber es hat alles wunderbar funktioniert. Ich denke, was kann man besser machen? Also im Grunde genommen, Location hat gut gepasst, ich denke, Essensversorgung hat gut gepasst, das sind so Infrastruktur-Basics, Kaffee war ausreichend da. Wichtigste ist halt, Teilnehmer zusammenzubringen, die sich auch wirklich austauschen wollen und können, das hat gut funktioniert. Ich denke, die Moderation, hier die Plattform bereitzustellen für 2 Tage, das hat gut funktioniert, also wirkliche Kritikpunkte kann es da eigentlich nicht geben. Alles Bestes.